dabei seid bei einem neuen Video. Wir sitzen im Auto, die liebe Sassi und ich, und wir sind auf dem Weg nach Dortmund, um uns mal wieder anzuhören. Ja! Ja, er spielt in der West Side Story wieder den Toni. Oh, das haben wir ja, letztes Jahr war das, ne? Ich glaube, letztes Jahr im Sommer, ne? Ja. In Magdeburg schon gesehen und jetzt ist er in Dortmund drinne. Gott sei Dank, weil es ist kalt, ja, Winter. Und ja, heute ist Premiere. Wir sind schon sehr, sehr, sehr gespannt und übernachten auch eine Nacht dort. In Magdeburg sind wir ja wieder nach Hause gefahren, das war viel zu anstrengend. Gerade für Sassi, das war ja Horror. Deswegen eine Nacht in Dortmund ist, glaube ich, dann ist ganz gut, ganz schön. Können wir danach noch ausgiebig quatschen und mal gucken. Aber es wird sicherlich schön und ihr dürft dabei sein. Viel Spaß! So, wir sind super gut durchgekommen. Jetzt stehen wir hier in Dortmund. Es kommt nicht voran. 2 Kilometer noch, hat der Sigrid gesagt, und wir stehen hier. Schon 2 Kilometer vom Ziel. Oh, das ist auch ganz schön ekelig draußen geworden. Richtig nass. Ja, ich hoffe, wir müssen nicht ganz so weit laufen später. Vom Hotel zum Theater. Oder so. Das wäre natürlich auch gut. Eine Kombination aus beiden. Ja. Ja, vielleicht kommen wir dann auch gleich mal an. 500 Meter noch bis zum Kreisel. Aber hier? Yay, wir haben es geschafft! Nach endlos langer Parkplatzsuche. Ey, was ein Chaos. Das ist bestimmt ein ganz bekannter. Also, wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Theater und nehmen halt das Essen mit, was uns auf dem Weg dorthin begegnen wird. Wahrscheinlich wird es Alex oder die Losteria. Wir müssen gucken. Was, also theoretisch eher Alex, weil das ist näher dran, aber wenn es da zu voll ist, gehen wir zu Losteria. Die darf wahrscheinlich überhaupt nicht voll sein. Tja, man wird sehen. Aber ich freue mich schon voll, das wird etwas. Sorry Leute, ich glaube, ich habe gerade auf Pause gedrückt. Mir ist so kalt, deswegen habe ich so gedrückt. Aber guck mal, hier gibt es ja auch den Weihnachtsmarkt, ne? Oh. Stimmt, haben wir gar nicht. Oh, wir könnten Glühwein trinken. Da wäre ich doch mal. Oh, da war doch mal.
Ja, also, wir freuen uns. Ich freue mich sehr. Es wird ein sehr, sehr schönes Wochenende. Es werden nur noch schöne Wochenenden auf uns zukommen. Oh, mich auch noch ein paar schlechte, aber... Was? Du bist schlechte? Nein, die sollen doch auch schön werden. Das werden gute Klausuren. Drücken wir alle, sag sie ganz doll die drauf. So, wir sind da. Ging auch relativ zügig dann jetzt. Und da auf dem Banner, das könnt ihr überhaupt nicht erkennen, da saß ich versucht ein Foto zu machen, ich tippe vergeblich. Steht halt West Side Story, heute, Premiere, und das saß sogar Anton, also das ist Anton drauf. Oh, Sassi hat's hingekriegt. Könnt ihr es sehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ganz hübsch. Wir gehen jetzt rein und wir freuen uns schon sehr. Und ich habe eben schon gedacht, scheiße, sind wir vielleicht nicht gut genug gekleidet, weil Premiere und so, aber guck mal, da kommt auch jemand. Oh, scheiße. Nein, aber wir sind nicht scheiße gekleidet, ne? Nein. Gut. Manchmal habe ich so ein bisschen Angst, dann underdressed zu sein. Ah, nein. Freuen wir uns auf die Premiere? Ja. Ja. Los geht's. Freunde, das sind hier die Garderoben. Das sieht aus wie ein Schwimmbad. Ach so orange. Das ist genau wie ein Schwimmbad. Ja, da oben. 50 D-Mark. Ja, das sind trotzdem 50 Cent. Nee, passt gar nicht. Muss man da über was reinpacken? Schließ mal ab. Nee, warte mal, wir schließen mal einen anderen ab. Die brauchst du gar nicht. Da braucht man gar kein Geld für. Doch, aber das geht nicht. Du kriegst den ja nicht raus. Wie funktionieren denn die Dinger hier? Das ist keine Erklärung. Ja, da passen 50 Cent. Passen nicht rein, ne? Nee. Bin ich jetzt irgendwie blöd? Aber so geht's. Oder aber wird das ja nur bis da. Das geht ja nicht ganz durch. Da, 10 Cent. Stehen bei uns noch nicht dran. 10 Cent. 10 Cent, das ist ja gar nichts. Ist ja süß. Ja. Das auch zu sagen. Ja. Ja, mega. Dann, ich packe den nochmal mit. Ja, los geht's. So, ich melde mich nochmal am Abend. Im Bett? Ah, oh, das ist schön. Es gibt nichts Besseres als ein Bett, oder Leute? Das eigene Bett. Ja, das eigene Bett ist noch besser. Stimmt, naja. Ja, au. Oh, jetzt bin ich ein Krampf. Wann habe ich mich gemeldet? Ich habe euch, glaube ich, gezeigt, dass es da aussieht wie ein Schwimmbad. Ja, wir hatten in der Pause noch ein Weinchen. Und ja, das Stück war wieder sehr, sehr schön. Ich persönlich, oder saß sie, glaube ich, auch, ne? Wir beide fanden die Inszenierung in Magdeburg besser, was eventuell an der Kulisse liegen könnte. Eventuell, also die Kulisse hat halt einfach echt was, ne? Das war echt schon gut. Ja, weil schauspielerisch war das diesmal auch wieder sehr gut. Anton war sowieso gut. Die Anita hat mir hier besser gefallen. Ich glaube, Maria auch. Ich kann mich an die anderen nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass es die anderen nicht. Ich finde die Rolle. Die Rolle an sich ist halt irgendwie doof. Also, ich mag auch die Stimme nicht. Also, die. Das, was sie jetzt singt. Mag ich einfach nicht so gerne. Aber dafür, dass die Rolle halt so ist, wie sie ist, hat sie das so gemacht heute. Also. Kann man nicht meckern. Nö. Das ist halt Geschmackssache. Ist Geschmackssache. Also prinzipiell war es gut, aber die Inszenierung in Magdeburg hat uns ein bisschen besser gefallen. Genau. Wie gesagt, aber Anita fand ich richtig, die fand ich auch echt, die war süß. Aber ist auch meine Lieblingsrolle aus dem Stück. Ja. Ansonsten können wir nicht viel dazu sagen, weil das ist die West Side Story. Es ist Romeo und Julia! Immer wieder schön. Ja. Ja. Und immer wieder kann sich dieser Topf stellen. Ja, das Ende des. Spoilern wir jetzt? Nein, oder? Weiß ich nicht.
Falls jemand von euch die West Side Story. Nee, jeder kennt die West Side Story. Wenn, wenn er sie nicht kennt, dann interessiert sie noch nicht. Ja. Also, wenn man schon sagt, es ist wie Romeo und Julia, nur das Ende nicht ganz. Das ist halt so echt so. So von wegen, irgendwas muss man ja anders machen. Nein, also dann macht es auch gleich ganz so. Denke ich mir jedes Mal, weil das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, aber ansonsten war es sehr, sehr schön, hat sich gelohnt. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, war ein schöner Abend. Er hat noch wieder einen Ohrwurm. Wobei, nee, jetzt am Ende hatte ich was anderes. Was ist denn das Letzte, was sie singen? Ja, hatte ich bis eben. Oh Gott, wie war das denn? Somewhere. Best place for irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt habe ich aber die ganze Tonalität im Kopf. Aber weil ich gerade auch eine Story gemacht habe, wo ich das Lied rausgesucht habe. Naja. Ja, war sehr, sehr schön. Wir werden jetzt vielleicht noch ein bisschen da weiter Fernsehen gucken und dann schlafen wir. Und dann melde ich mich aber morgen nochmal. Vielleicht zeige ich euch noch das Frühstück. Ich wollte ein bisschen mehr blocken. Mal gucken. Das ist auch ganz eng. Ja. Mal gucken. Das ist nicht alleine schon. Aber, was ich noch sagen kann, war vorhin voll gruselig, als wir zurück zum Hotel gegangen sind, ey. Wo sind wir denn hier? Also, ist ja voll creepy. Hier nur so, weiß ich nicht, so dunkle Ecken und weiß ich nicht, oder? Also, zumindest die, die nicht auf dem Weihnachtsmarkt war. Ja. Ja. Das war ein bisschen gruselig. Du hättest mich auch nicht retten können. Nee, aber dann wären wir zusammen gestorben. Schön. Rückweg und ich habe euch ja das leckere Buffet gezeigt. Ich finde ja wirklich, also wir haben ja wie gesagt im B&B übernachtet und ich finde, es ist schon ein ordentliches Frühstücksbuffet. Also für den Preis und dafür, dass es ja auch so ein, ja ich sag mal, das ist ein Business Hotel, ne? Business Hotel kann man so sagen? Nee, wie nennt man das denn? Naja, für Geschäftsreisende. Ja, hauptsächlich. Ist es okay. Also genug Auswahl und vor allem auch so, dass man auch nicht so überfordert ist. Ich bin super schnell überfordert, was Frühstücksbuffets angeht. Weil ich möchte alles essen und habe gar keine Zeit dafür und auch vor allen Dingen gar nicht so viel Platz dafür. Ja, war wieder sehr, sehr gut und auch die Nacht war okay. Also dafür, dass es ein Hotel ist, habe ich ganz gut geschlafen. Ich kann im Hotel meistens nicht so gut schlafen. Also es kommt natürlich immer drauf an, aber... Wenn es so richtig, richtig gute Hotels sind, dann kann ich das auch. Ja. Aber für den Preis. Die Betten sind halt jetzt nicht die optimalsten. Aber nee, ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Ja, und genau, dann sind wir auch gut durchgekommen. Wir sind direkt nach dem Frühstück nach Hause gefahren und haben ein bisschen Musika gehört und an alte Zeiten zurückgedacht. Ja, wir haben das ganze Tokyo Hotel Zimmer 483 Album gehört und ach, das waren so dann hast du ein bisschen in die Teenagerzeit zurückgedacht. Ich muss sagen, ich habe die beste Zeit verpasst. Ich war nie auf einem Konzert und es ärgert mich im Nachhinein tatsächlich ein bisschen, weil zum Beispiel das Zimmer 483 Album fand ich schon gut. Das hat so richtig Party-Laune gemacht, wie das war.
Eigentlich, ja. So gerade damals in dem Alter muss voll das Erlebnis gewesen sein. Ja. Gut, ich war ein bisschen älter, ne? Aber meine Freunde sind auch alle ein bisschen jünger als ich. Irgendwie bin ich zurückgeblieben. Ja. Von daher, nee, das hätte, glaube ich, schon Spaß gemacht. Ich habe was verpasst. Aber deswegen wurde das im Auto vorhin so richtig schön laut gehört. Schön laut Tokyo Hotel. Ah, geil. Und Helene Fischer haben wir auch gehört. Deswegen, ja, wir waren so damit beschäftigt, um einen Spaß zu haben und zu singen und mal ein bisschen halb zu tanzen, dass ich die Kamera drin gelassen habe. Ja, wahrscheinlich hätte das hier dann eh gesperrt. Deswegen, ja. Melde ich mich jetzt nochmal für einen kurzen Abschluss. Für mich war das wieder ein, also für Sassi denke ich auch, es war ein sehr, sehr schönes Kurzwochenende, ein Kurztrip. Dortmund, ja, die Stadt an sich, wir haben ja jetzt nicht viel davon gesehen. Es ist halt so ein typisches Pottstädtchen. Bin ich jetzt nicht der größte Fan von. Ja. Aber es war voll gut, dass schon Weihnachtsmarkt war, das hat uns sehr gefallen, dann konnten wir noch einen kleinen Glühwein trinken, das war gut. Und ja, West Side Story war auch, ne, habe ich ja gestern schon gesagt, schön. War wieder sehr, sehr schön und ich freue mich auf unseren nächsten Trip, der gar nicht mehr so lange dauert. Also gut, es wird nun ein Tagestrip, Disney Concert steht wieder an. Und im Januar gibt es dann wieder längere Trips, also dann eigentlich auch nur einen Tag. Aber mit zwei Stücken, an einem Wochenende, oh mein Gott, eine Abendvorstellung, am nächsten Tag eine Nachmittagsvorstellung. Zieht euch das mal rein, das wird geil. Und Disney-lastig, ihr könnt euch drauf freuen. Also die nächsten Vlogs werden Disney-lastig. Ja, ihr dürft mir in die Kommentare schreiben, ob ihr West Side Story schon einmal gesehen habt und wenn ja, wo. Und welche Besetzung würde mich auch interessieren? Dann dürft ihr das nämlich gerne unten in die Kommentare schreiben, dieses Video bewerten, indem ihr einen Daumen gebt nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dann, tschüss!